Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 18, die Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Ungerechtfertigte Steuervorteile für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten abschaffen. Verabredet ist es, 39 Minuten zu debattieren. So, ich eröffne die Debatte und gebe das Wort dem Kollegen Thomas Hacker für die FDP-Fraktion. Herr Kollege Hacker, bitte. Ich wollte nur erwarten, bis der Wechsel stattgefunden hat, lieber Herr Vizepräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade bei einem auf den ersten Blick so nüchtern und so sachlich daherkommenden Antrag der selbsternannten Alternative muss man genau hinschauen und manchmal auch zwischen den Zeilen lesen. Was uns hier auf den ersten Blick als gerechte steuerrechtliche Neujustierung zum Wohle des Medienstandorts Deutschland verkauft werden soll, ist nach dem ja zu Recht abgelehnten Antrag zur Enquetekommission öffentlich-rechtlicher Rundfunk allein ein weiterer Versuch zur Diskreditierung der Öffentlich-Rechtlichen. Aber liebe AfD, auch mit diesem Antrag werden Sie keinen Erfolg haben, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als zentrales Element unserer dualen Medienlandschaft und damit unserer pluralistischen Gesellschaft und unseres demokratischen Rechtsstaats zu beschädigen. Wahrscheinlich, das habe ich doch selber geschrieben, junger Mann, wahrscheinlich machen Sie das auch nur, um künftig die journalistische Verwertung Ihrer geheimen Chatprotokolle durch die Öffentlich-Rechtlichen zu verhindern. Lassen Sie mich eins trotzdem klarstellen. Berechtigte Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist legitim, oft begründet, und diese Kritik darf man sehr wohl üben. Die Causa Schlesinger und nicht zuletzt die gravierenden Vorgänge beim Bayerischen Rundfunk und NDR haben dazu geführt, dass wir heute endlich auch intensiv über die notwendigen Reformen sprechen. Die entscheidenden Reformen, die wir als freie Demokraten bereits seit langer Zeit einfordern, gerade als Bekenntnis zu einem modernen, leistungsfähigen und transparenten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Debatte im Finanzausschuss zu Ihrem Antrag hat einmal mehr gezeigt, was wir seit Jahren hier als Ihr Verständnis vielleicht konstruktiver Oppositionspartei erleben dürfen. Man stöbert in alten Berichten des Bundesrechnungshofes herum, kritisiert pauschalierend die Pauschalierung. Daraus werden dann angebliche Skandale konstruiert, die üblichen Schemata der AfD halt. Doch wer eine wirkliche und umfassende Reform des öffentlichen Rundfunks will, und diese Reform wollen wir, nimmt sich nicht willkürlich Teilbereiche heraus, sondern stellt die grundlegenden Fragen, wie die Sendeanstalten in Zukunft mit investigativen, faktenbasierten und unabhängigen Journalismus Glaubwürdigkeit erhalten und ausbauen. Die Beratungen im Ausschuss haben auch gezeigt, dass die überfällige Reform des öffentlichen Rundfunks in diesem Hause wohl weitgehend Konsens ist. Erste Schritte wurden ja auch schon unternommen. Konzentration auf den Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrag oder neue Compliance-Regeln. Weitere Maßnahmen sind notwendig, wie die Zusammenlegung von Sendern oder eine stärkere Zusammenarbeit. Maßnahmen, die auch dazu beitragen müssen, mittel- und langfristig eine Senkung des Rundfunkbeitrags zu ermöglichen. Lassen Sie uns diese Reform vorantreiben. Gemeinsam mit den Bundesländern lassen Sie uns an einem schlanken und schlagkräftigen öffentlichen Rundfunk arbeiten. Darauf freue ich mich. Ihren Antrag werden wir ablehnen. Vielen Dank, Kollege Hacker. Nächster Redner ist der Kollege Fritz Günzler, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer!
Lassen Sie mich am Anfang feststellen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine wichtige Säule der öffentlichen Meinungsbildung und damit auch eine wichtige Säule unserer Demokratie, und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Er stellt eine umfassende Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger mit umfassenden Informationen, Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsangeboten zur Verfügung. Der öffentliche Rundfunk ist an klare Standards gebunden und ist unabhängig. Zur unabhängigen Berichterstattung gehört aber auch eine unabhängige Finanzierung, die durch den Rundfunkbeitrag, immerhin 8,5 Milliarden im Jahre 2021 laut KEF-Bericht, ausgemacht hat. Und liebe AfD, oder liebe, nehme ich mal zurück, sehr geehrte AfD, Ihnen geht es doch letztendlich nur, wie der Kollege der FDP schon ausgeführt hat, hier über das Vehikel des Steuerrechts Ihre Kritik am öffentlichen Rundfunk loszuwerden. Und Sie haben ja in Ihrem Grundsatzprogramm deutlich gemacht, dass Sie den öffentlichen rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen und privatisieren wollen. Und da sage ich Ihnen, das machen wir nicht mit. Richtig ist, und das ist auch unbenommen, dass es Diskussionsbedarf gibt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich war selber mehrere Jahre Mitglied des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates des Norddeutschen Rundfunks. Und ich habe selber beobachten können, dass die Aufsichtsfunktion von Rundfunkräten nicht optimal gestaltet ist und dass es da erheblichen Nachbesserungsbedarf geben muss. Und aktuelle Beispiele haben das ja unterstrichen. Aber hier geht es ja in dem Antrag gar nicht darum, allgemein über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu debattieren, sondern Sie nehmen sich einen Punkt raus, und das ist das Steuerrecht. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist ein ziemlich untauglicher Punkt, hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist hoheitlich tätig, darum ist seine hoheitliche Tätigkeit auch steuerfrei, und das ist unbestritten. Er hat daneben wirtschaftliche Betätigung, insbesondere Einnahmen aus Werbung und aus der Verwertung von Programmen, und diese Tätigkeit ist steuerrechtlich gesprochen ein Betrieb gewerblicher Art und damit steuerpflichtig, und er wird auch besteuert. Aber da es Abgrenzungsschwierigkeiten gibt zwischen dem hoheitlichen Bereich der einzelnen Sendeanstalt und dem wirtschaftlichen Bereich, hat man sich klugerweise schon 2001 darauf verständigt, diese Abgrenzungsschwierigkeiten dadurch zu lösen, dass man Pauschallösungen findet, sodass, das steht ja in Ihrem Antrag auch richtigerweise drin, der im Wesentlichen ja die Abschrift des Bundesrechnungshofsberichts ist, mit wenig eigenen Ideen, da steht drin, 16% der Werbeeinnahmen sind als Einkommen anzusetzen. Darauf fällt übrigens 15% Körperschaftssteuer an und ein Großteil auch noch auf die Kapitalertragssteuer, 75%. Gleichzeitig werden auch die Einnahmen aus der Programmverwertung besteuert. Also von daher können Sie nicht sagen, hier gibt es ungerechtfertigte Steuervorteile. Die Dinge werden besteuert, und das ist auch gut so, und das ist auch konsequent. Sie beziehen sich immer wieder auf den Bundesrechnungshofbericht. Und wenn man sich dann damit mal beschäftigt, ist es ja gut, der Brauch dieses Hauses, dass der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages sich mit dem Thema beschäftigt. Und das hat er mehrfach getan in den Jahren 2020 und 2021. Und da ging es um die Fragen des Wettbewerbsvorteils, von Ihnen angesprochen, und den Steuervorteil. Den Wettbewerbsvorteil kann es gar nicht geben, weil Sie Äpfel und Birnen vergleichen, denn die privaten Anbieter sind was anderes als der öffentlich-rechtliche Anbieter, weil der öffentlich-rechtliche Anbieter den staatsvertraglichen Regelungen unterworfen ist und von daher gewisse Standards einzuhalten hat, der bei den privaten Anbietern gar nicht gegeben ist. Und dann zweitens der Steuervorteil. Sie sprechen in Ihrem Antrag von einem ungerechtfertigten Steuervorteil, begründen aber in dem Antrag nicht einmal, in welcher Höhe dieser Steuervorteil besteht, sondern Sie sagen einfach nur, weil die Beträge nicht angepasst worden seien, wäre es ein Steuervorteil gegeben. In Ihrem Antrag fordern Sie sogar, 2,5% zu erhöhen, ohne jede Berechnungsgrundlage runterzulegen. Das ist einfach nur hingeklärt, das ist nichts Substanzielles. Und der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich, wie gesagt, sehr ausgiebig damit beschäftigt. Es gibt zwei umfassende Stellungen des Bundesfinanzministeriums dazu. Die letzte vom 29. März 2021. Da wird mit all diesen Vorhalten aufgeräumt. Es wird darauf hingewiesen, dass man mit den Ländern ins Gespräch gekommen sind und dass alle Länder der Meinung waren, dass die Pauschalsätze, die dort angesetzt worden sind, noch zu rechtfertigen sind, weil sie nach wie vor zu einer sachgerechten Besteuerung führen. Von daher gab es gar keinen Anlass. Und dieser Bericht ist ja dann im Rechnungsprüfungsausschuss, wie ich dann vernommen habe, einstimmig zur Kenntnis genommen worden, sogar mit Ihren Stimmen. Von daher wundert mich, warum Sie Ihre Kritik, die Sie hier anbringen über Ihren Antrag, nicht damals schon im Rechnungsprüfungsausschuss angebracht haben, weil Sie nämlich erkennen mussten, dass diese Kritik
völlig ins Leere läuft. Im Ergebnis ist es ein völlig populistischer Antrag, der inhaltlich mal wieder durch nichts gerechtfertigt ist. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Günzler. Nächster Redner ist der Kollege Pasa Mavi, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Antrag, den wir als SPD-Fraktion selbstverständlich ablehnen, kann man sich nur von zwei Richtungen nähern. Erstens von unserer klaren Grundhaltung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diese Haltungsfrage ist ganz entscheidend, denn sie wird ja auch jenseits der AfD herausgefordert und sie schwingt natürlich bei ihrem Antrag unübersehbar mit. Und zweitens von der steuersystematisch gut begründbaren Ablehnung ihres Antrags. Zum ersten Punkt. Unsere Haltung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist klar. Wir sind unserer Verfassung verpflichtet. Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz verlangt, dass eine freie und umfassende Meinungsbildung möglich ist. Dazu leistet der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen unverzichtbaren Beitrag. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht nur Information und Kultur, sondern er hat in der Medienlandschaft, in unserer Medienlandschaft, eine ganz wichtige Rolle für Demokratie und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Natürlich braucht er ernsthafte Reformen, gerade weil er dringend für unsere Zukunft gebraucht wird. Aber natürlich ist auch klar, dass es unter anderem Sie von der AfD sind. Dazu hat Kollege Günzler vorhin treffend ausgeführt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk marginalisieren wollen, ihn in die Ecke drängen wollen und seiner Finanzierungsgrundlagen berauben wollen. Hier müssen und werden Sie mit dem entschiedenen Widerspruch von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und vielen anderen in den Landtagen und hier im Deutschen Bundestag rechnen müssen. Zu Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen zu einem starken Gemeinwesen, damit auch zu einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, Sie diskreditieren munter weiter, aber ich wollte jetzt erstmal auf die Fachebene kommen. Gerne sage ich Ihnen, warum wir Ihren Antrag aus steuersystematischen Gründen ablehnen. Natürlich kennen wir alle hier im Haus die Stellungnahmen des Bundesrechnungshofes, die Sie fleißig abgeschrieben haben aus den vergangenen Jahren, die sich kritisch mit den Pauschalierungsregeln für die Besteuerung des ÖRR auseinandersetzen. Dazu ist der Bundesrechnungshof selbstverständlich da, sich die Dinge kritisch anzuschauen. Und natürlich wissen wir, dass dieses Thema parlamentarisch beraten wurde. Wir haben es gehört, umfassend im Rechnungsprüfungsausschuss. Komisch, dass Sie dort wortlos waren und jetzt auf einmal tatenreich sind und auch intensiv vom Bundesministerium der Finanzen geprüft wurde, mit dem Ergebnis, das auch wir befürworten. Wir sehen keine Änderung der Besteuerungsregeln als angemessen an. Um es auch für die Öffentlichkeit einmal klar zu sagen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten üben in ihrem Kernbereich Produktion, Gestaltung und Ausstrahlung von Programminhalten eine hoheitliche Tätigkeit aus. Genau deswegen finanzieren sie sich aus öffentlichen Rundfunkbeiträgen. Genau deswegen unterliegen sie nicht der Besteuerung. Dieser Kernbereich an steuerfreier Betätigung, eben weil es hoheitliche Aufgaben sind, macht zum Beispiel bei der ARD 85% aus. Bei Ihrem Antrag geht es um den kleineren Tätigkeitsbereich, in dem die Rundfunkanstalten auch wirtschaftlich tätig sind, also Ausstrahlung von Werbung, Verwertung von Programminhalten, Verkauf von Lizenzen für Produktion. Da fallen selbstverständlich Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und auch Umsatzsteuer an. Und genau hier fangen die Probleme an für die Besteuerungsgrundlagen bei der sehr wichtigen Abgrenzung zwischen hoheitlichen Aufgaben und wirtschaftlicher Betätigung. So lässt sich zum Beispiel die Zuordnung von Gemeinkosten wie Studionutzung oder Personalaufwand oft nicht exakt aufschlüsseln. Genau deswegen, aus guten Gründen, hat der Gesetzgeber Pauschalierungsregeln erlassen. Wir sind uns sicher, dass eine Aufhebung dieser Pauschalierungsregeln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht zu mehr Transparenz führen würde, nicht zu Vereinfachung führen würde, sondern vor diesem Hintergrund zu mehr Bürokratie, zu mehr steuerlicher Komplexität bei der Abgrenzung der Tätigkeitsfelder und am Ende zu gar keiner Verbesserung für die öffentliche Hand. Daher werden wir Ihren Antrag ablehnen, bei dem es Ihnen, so erscheint es uns allen hier, glaube ich, nicht so sehr um die letzte Wahrheit beim Steuerrecht geht, sondern vielmehr um das übliche Spiel. Sie wollen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten pauschal in ein schlechtes Licht rücken, pauschal diskreditieren. Für dieses Spiel stehen wir nicht zur Verfügung. Damit ist alles gesagt zu Ihrem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Mavi. Nächster Redner ist nunmehr der Kollege Jörn König, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Kollegen, liebe Gebührenzahler, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist einigen wenigen lieb, den anderen allermeisten aber sehr teuer. 8,4 Milliarden Euro jährlich nimmt der Rundfunk an Zwangsbeiträgen ein. Der Zwangsgebührenzahler geht sogar in Beugehaft, wenn er nicht zahlt. Der Messerstecher in der Düsseldorfer U-Bahn bekommt Bewährung, selbst bei klarem Mordversuch, und bleibt auf freiem Fuß. Das ist Deutschland leider im Jahr 2023. Die Intendanten erhalten zum Teil ein höheres Gehalt als Bundeskanzler Scholz, dem Schutzpatron aller zielgerichtet Vergesslichen. Nicht vergessen können die Bürger dagegen den Prunk und Luxus beim RBB von Frau Schlesinger. 658.000 Euro hat die Frau nur für die Büroeinrichtung ausgegeben. Das sind die Jahreszahlungen von 3.000 Gebührenzahlern. Die Rechtsstreitigkeiten in diesem Fall kosten 1,4 Millionen Euro. Das sind die Zahlungen von 6.350 Gebührenzahlern. MDR-Intendantin Carola Wille, jahrelange Mitarbeiterin des Roten Klosters zu DDR-Zeiten der Karl-Marx-Universität in Leipzig, bekommt im Ruhestand sage und schreibe 4,6 Millionen Euro. Allein dafür müssen 21.000 Haushalte Gebühren zahlen. 8,4 Milliarden Euro sind dem Rundfunk nicht genug. Zusätzlich erzielen die Rundfunkanstalten Einnahmen von über 600 Milliarden Euro über Werbung und den Verkauf von Programmrechten. Diese Einnahmen aus gewerblichen Tätigkeiten unterliegen natürlich der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Kapitalertragssteuer. Dabei genießen die Anstalten große Privilegien, weil die Umsätze pauschal und, das ist der Kern, zu niedrig besteuert werden. Private Rundfunkanbieter müssen hingegen die realen, wirklichen Gewinne versteuern. Die öffentlichen Rundfunkanstalten haben also einen riesigen Wettbewerbsvorteil. Eine wichtige Kontrollinstanz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der Bundesrechnungshof, hat schon im Jahr 2015 darauf hingewiesen, dass diese Pauschale um 2,5 Prozentpunkte angehoben werden muss. Und das steht auch so im Antrag, um unzulässige Steuervorteile zu vermeiden. Diese Pauschalierung der Werbeeinnahmen wurde im Jahr 2001 gesetzlich festgelegt. Für die Pauschale im Bereich der Programmverwertung fehlt sogar eine gesetzliche Grundlage. Das beruht auf einer schlichten Verwaltungsanweisung aus dem Jahr 1998. Angepasst wurden diese Pauschalen in den 20 Jahren natürlich auch nicht. Und genau diese handwerklichen Missstände wollen wir mit unserem Antrag beseitigen. Es ist absolut bezeichnend, dass die Regierungen seit 2015 hier untätig geblieben sind. Ist das etwa eine Gegenleistung für positive Regierungspropaganda? Meine Damen und Herren, 9 Milliarden Euro Einnahmen für die Rundfunkanstalten. Und was bekommen wir dafür? Wir bekommen rot-grüne Propaganda, Dummheit und Hetze. Ein WDR-Moderator hat gerade zur Hetze gegen die CDU aufgerufen. Jan Böhmermann hat ein Staatsoberhaupt als Ziegenbeschäler bezeichnet. Richtig dumm war die Meldung der Tagesschau über ein Fernsehgerät, welches angeblich Energie aus der Umgebung erzeugen könne. Das alles zusammen und noch viele Skandale mehr, die sind alle eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes. Der Rundfunk gehört grundlegend reformiert. Wir müssen endlich damit anfangen. Vielen Dank, Herr Kollege König. Nächster Redner ist der Kollege Herr Grundel, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, was uns hier vorliegt, ist ein erneuter plumper Versuch, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diskreditieren. Und dafür biegt man sich die Wahrheit auch schon mal so zurecht, bis sie ins flache Weltbild passt. Und das gleich schon im Titel. So kennen wir aber auch die antragstellende Fraktion. Sie ignoriert einfach den laufenden Reformprozess des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Als Medienpolitiker, muss man nicht gendern, weil es nur Männer sind, von denen keiner da ist, von den Medienpolitikern der AfD, kann man auch das Vorliegen des dritten Medienstaatsvertrags schon mal übersehen. Im Medienstaatsvertrag wird eine Profilschärfung des Markenkerns des ÖRR vorgenommen. Er geht auf die aktuellen Formen der Mediennutzung aller und ganz besonders der jüngeren Generationen ein. Der Medienstaatsvertrag schreibt den Telemedienauftrag fort und stellt damit dem linearen Angebot die Mediatheken an die Seite. Ein Staatsvertrag, der sich zu Fragen der Nachhaltigkeit positioniert und vieles mehr, es bleibt Ihnen verborgen. Aber den Parteivorturnern der AfD geht es natürlich nicht um solche Sachen. Diesen Leuten ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekanntlich ganz grundsätzlich ein Dorn im Auge. Den Qualitätsjournalismus, die Journalistinnen und Journalisten, wir haben es gerade wieder erlebt, besonders die des ÖRR, hassen sie, weil diese Journalisten unabhängig sind und unangenehme Fragen stellen. Fragen etwa nach geplanten Bundestagsbüros von AfD-Abgeordneten in Moskau. Eher skurrile Fragen nach Medfett in einem Catering-Auswuchs bei der Party der AfD-Bundestagsabgeordneten, aber auch durchaus ernste Fragen wie Schießübungen mit Rassisten in Südafrika oder Fragen nach ehemaligen Abgeordneten der AfD, die wegen Umsturzplänen verhaftet werden und. Ich habe leider nur 3 Minuten, man könnte stundenlang fortsetzen. Die AfP meldete am 9. Oktober letzten Jahres am Rande der von der AfD organisierten Demonstration in Berlin, ist es am Samstag zu Angriffen auf Journalistinnen und weiteren Zwischenfällen gekommen. Teilnehmer der Veranstaltung hatten versucht, die Berichterstattung zu unterbinden. Und es sei Aufnahmetechnik beschädigt worden, erklärte die Berliner Polizei. Sie wollen die mundtot machen, die Ihnen auf die Finger schauen. Das, meine Damen und Herren, ist des Pudels Kern hinter diesem Antrag, und er ist nicht mehr besonders schwer zu erkennen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein starker Partner in Deutschlands diverser Medienlandschaft, unabhängig von Parteiinteressen und von den Zwängen des kommerziellen Erfolgs. Er fußt auf seinem Information- und Bildungsauftrag und auf der Tatsache, dass Programmentscheidungen auf der Basis gesellschaftlicher Teilhabe und Mitwirkung getroffen werden. Wir tragen unseren ÖRR als Gesellschaft, wir finanzieren ihn gemeinsam durch unsere Beiträge, weil er eine faktenbasierte Grundlage für Meinungsprozesse bietet und damit die Voraussetzung ist für das Funktionieren der Demokratie, die Sie ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Grundl. Ich stelle fest, um 1922 die AfD-Fraktion ist aufgewacht. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Petra Sitte, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann meinen Kollegen nur zustimmen. Wieder einmal widmet die AfD ihrem absoluten Lieblingsfeind, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen Antrag. Und wieder einmal belegt sie damit aber auch zugleich ihre eigene Plan- und Konzeptlosigkeit. Beim letzten Mal mussten wir hier noch über eine Enquete-Kommission zu den Reformen der Öffentlich-Rechtlichen reden. Der Rest des Hauses sollte sozusagen ihre Arbeit machen. Jetzt haben sie ganz tief in die Mottenkiste gegriffen. Mehr als 7 Jahre haben sie gebraucht, immerhin, um die Forderung des Bundesrechnungshofes, also von 2015, die Kollegen haben es schon gesagt, in einen Antrag, ich habe das Mikro, nicht Sie, später. Sie werden nicht besser mit Ihren Zwischenrufen. Also in einen Antrag zu packen von 2015 und das auch noch unter Ausblendung aller parlamentarischen Behandlungen, die wir hier schon hatten, das ist eine Leistung. Infolge dieser Forderung sollen nur die Rundfunkanstalten mehr Steuern für Werbe- und Verwertungseinnahmen zahlen. Auf was liefe denn das hinaus? Auf etwa 6 Millionen im Jahr. Wem bitte soll das hier helfen angesichts der Probleme, die das Öffentlich-Rechtliche hat? Am Ende könnten im Übrigen auch die Mehrkosten auf die Gebührenzahler, auf die Beitragszahler. Es ist typisch für Sie, dass Sie genau dann hier laut werden und reinbrüllen ohne Ende, wenn eine Frau hier vorne spricht. Das ist ganz typisch. Danke, danke. Ich nenne das Anstand. Also es ist schon mal wieder bemerkenswert, dass die AfD gegen Rundfunkbeiträge wettert in der Öffentlichkeit, aber hier einen Antrag stellt, der im Grunde genommen zu genau dem Gegenteil führen kann. Und zugegebenermaßen,
Die Beiträge würden um ein Minimum überhaupt nur steigen. Und das zeigt, dass in Anbetracht der wirklich notwendigen und laufend diskutierten Reformen, Herr Grundl hat es gesagt, dieser Antrag ist einigermaßen unterkomplex, sich auf dieses kleine Detail zu stürzen. Meine Damen und Herren, die Skandale um den RBB, selbstherrliche Intendanzen, mangelnde Kontrolle und Transparenz befeuern den ohnehin in den letzten Jahren aufgelaufenen Reformbedarf. Und es ist ja reingegangen in die Reformdiskussion. Zudem verschärfen die Mehrbelastungen durch die Inflation den Druck auf die Haushalte der Anstalten. Wir wissen also, echte Strukturreform, wenn man sie denn wirklich will, erfordern Veränderungen in ganz anderen Größenordnungen. Meine Damen und Herren, auch über die wirtschaftliche Betätigung von Rundfunkanstalten ließe sich hier sehr gut reden. Da drängen sich aber ganz andere Fragen auf. Zum Beispiel sollen Öffentlich-Rechtliche überhaupt Werbung betreiben, Werbeausstrahlungen vornehmen. Eine zusätzliche Finanzierungsquelle ist das ist schon allen klar. Aber zugleich eben auch einen Impuls in Richtung Kommerz- und Quotenorientierung wollen wir aber gerade unterbinden. Und genau das muss diskutiert werden. Bezüglich aller Erlöse aus den Rechteverwertungen muss sich der Blick zuerst darauf richten, aber das ist Ihnen ja völlig fremd, was bekommen am Ende wirklich die Urheberinnen und Urheber davon? Meist viel zu wenig, da sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht ganz von in der ersten Reihe. Frau Kollegin, Sie kommen Sie bitte zum Schluss. Letzter Satz. Und auch deshalb gehört das mit zu dem Reformkapitel. Darüber wollen wir reden, nicht über Ihren Antrag. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Maximilian Mordhorst, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob schon mal jemand so sehr einer ernsthaften Debatte und ernsthaften Reform des öffentlichen Rundfunks geschadet hat, wie Sie hier heute mit Ihrer plumpen Rede und Ihren dümmlichen Zwischenrufen in diesem eigentlich ernsten Thema. Wir haben nämlich ordentlich Bedarf, etwas zu ändern. Und das Erste, was wir ändern sollten, denn Sie holen ja mit dem, was Sie hier zwischenrufen, das holen Sie ja nicht mit Substanz auf. Sie schlagen als erste Reform, die Sie hier machen wollen, erstmal eine Steuererhöhung in Deutschland vor. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ist der falsche Weg. Es gibt ja nämlich einiges ernsthaft zu diskutieren, das Sie mal so ab und an am Rande erwähnen, es aber nie konkret zusammenbringen und auch nie konkret fordern. Unser Ansatz ist ein anderer. Lassen Sie uns doch mal ernsthaft darüber sprechen, wofür der Rundfunk überhaupt sein Geld ausgibt. Da wird immer von Bildung, Information und Kultur gesprochen. Über die Hälfte geht für Unterhaltung drauf, für den Kauf von Sportrechten, für die Finanzierung von Filmen und so weiter. Braucht das ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk heutzutage noch? Lassen Sie uns darüber ernsthaft diskutieren. Lassen Sie uns darüber sprechen, ob ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich zähle auf, 23 TV-Sender, 63 Hörfunksender, 16 Orchester, 8 Chöre, wahlweise sehr, sehr viele Social-Media-Kanäle und über 30.000 Mitarbeiter in Deutschland braucht. Ich glaube, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, er ist zu teuer, er ist zu groß, und das sollten wir ernsthaft und demokratisch in der Mitte des Hauses besprechen und nicht mit so Pöbeleien vom Rand. Ich freue mich sehr, und ich möchte das ernsthafte Angebot an alle Kolleginnen und Kollegen, nicht nur der Koalition, auch der Opposition richten, eine ernsthafte Debatte über die Länder, über den Bund, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu führen, über mehr Kontrolle in den Führungsetagen, über weniger Unterhaltung und damit weniger Ausgaben, über weniger Belastung für Bürger und damit auch einen geringeren Rundfunkbeitrag. Unsere Tür steht offen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank und schönen Abend noch. Vielen Dank, Herr Kollege Mordhorst. Nächster Redner ist unser bayerischer Kollege Alois Reiner, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon recht ungewöhnlich, dass die AfD einen Antrag gestellt hat, in welchem sie höhere Steuern einfordert. Aber gut. Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Kommen wir zunächst zur pauschalen Ermittlung der Besteuerungsgrundlage, die Sie angesprochen haben. Rundfunkanstalten besteuern alle ihre Einnahmen nach einem pauschalen Prozentsatz. Um bei einem einfachen System zu bleiben, ist es damals auch so eingeführt worden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist insgesamt reformbedürftig. Haben wir jetzt auch von vielen Kolleginnen und Kollegen so gehört. Aber eine Reform bedeutet auch, dass Prozesse
vereinfacht werden sollen. In Ihrem Antrag findet sich das leider nicht wieder. Im Gegenteil, Ihre Vorschläge beinhalten neue Regelungen, verbunden mit weiterem Aufwand. Anstatt das Steuerrecht weiter zu verkomplizieren, sollten wir überlegen, wie wir es einfacher machen. Die Forderungen aus diesem Antrag würde die vorhandene Masse an neuen Steuervorschriften weiter vergrößern. Im letzten Jahr wurden allein für die Energiepreispauschale oder waren allein für die Energiepreispauschale 11 neue Paragraphen notwendig. Meine Damen und Herren, 11 neue Paragraphen im Einkommensteuergesetz. Und da will ich an dieser Stelle fraktionsübergreifend appellieren, unsere Aufgabe sollte es doch auch sein, Gesetze schlanker zu gestalten und nicht mit noch mehr neuen Vorschriften zu überladen. Klar muss aber auch sein, eine gerechte und angemessene Besteuerung von Sendeanstalten muss ohne Zweifel fortlaufend überprüft werden. Hier bitte ich auch das BMF, wieder und weiter aktiv zu werden und zu einer ausgewogenen Lösung zu kommen. Das könnte auch dazu beitragen, der Kritik an der unterschiedlichen Behandlung von öffentlich-rechtlichen Rundfunk und privaten Sendeanstalten zu begegnen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht vor allem schlankere Strukturen und sollte effizienter arbeiten. Trotzdem muss die Finanzierung sichergestellt sein, denn auch Reformen und interne Umstellungen kosten anfangs Geld. Die Vorschläge aus Ihrem Antrag würden massiv in die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingreifen. Der notwendige Reformprozess wird allein damit aber nicht angestoßen. In erster Linie wollen die Bürgerinnen und Bürger ein öffentlich-rechtliches Programm, damit sie gut informiert sind und gleichzeitig auch schonend mit den finanziellen Ressourcen umgegangen wird. Ihr Antrag stützt sich im Wesentlichen auf eine Bemerkung des Bundesrechnungshofes, der schon einige Jahre zurückliegt, der auch von den Gremien im Bundestag schon behandelt worden ist. Wir haben vorhin gehört, der Rechnungsprüfungsausschuss hat ihn behandelt und einstimmig zur Kenntnis genommen. Dieser Bericht der Bundesbehörde ist natürlich ernst zu nehmen, wurde auch ernst genommen, aber für eine sinnvolle parlamentarische Initiative sollte man meines Erachtens schon zielführender und mit aktuellen und aktuelleren Informationen arbeiten. Wir werden Ihren Antrag daher auch ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Rainer. Nunmehr lauschen wir den Worten des Kollegen Professor Helge Lindt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, trotz aller gelegentlicher inhaltlicher Differenz, irgendwie liebe ich Sie für Ihre Bemerkung. Aber abgesehen von diesem Liebesbekenntnis kommen wir jetzt zur Sache. Man sollte ja, wenn man kriminalistisch tätig ist, immer nach den Gründen fragen. Und jetzt muss man nach den Gründen fragen, warum die AfD-Fraktion partiell jedenfalls in den Punkten Werbung und Programmverwertung aus dem Bundesrechnungshofbericht von 2015 Copy and Paste gemacht hat. Die Antwort ist ganz einfach, weil Sie diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie wir ihn haben, nicht mehr wollen oder wie Frau Weidel einmal ja explizit gesagt hat, höchstens zu einem Zehntel Ihrer Größe weiter haben wollen. Weiter bemerkte dann auch Frau Weidel, ich zitiere, Vetternwirtschaft, Korruption und Selbstbedienungsmentalität gehören zum System. Und ich dachte in dem Moment, was für eine Selbsterkenntnis. Endlich mal ein Moment der Selbstkritik bei der AfD. Aber sie sprach über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sollte das aber nicht unbedingt tun, wenn man bedenkt, wie es mit ihren Finanzierungsgrundlagen aussieht. Zuletzt im November, auch vorher im Oktober, wurden Untersuchungen angestellt. Es gab einen Durchsuchungsbeschluss. Im Raum stehen, und der Verdacht ist erheblich, verdeckte Finanzierung von Plakaten, Social-Media-Werbung und anderen politischen Werbemaßnahmen durch Dritte und aus der Schweiz. Ich würde Ihnen empfehlen, bevor Sie versuchen, den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Finanzierung in Frage zu stellen, einmal in einem Moment der Selbsterkenntnis ihre eigene Finanzierung zu hinterfragen. Das wäre wirklich dringend notwendig. So wie Sie auch die denkbar schlechtesten Anwälte der Privatsender sind. Das wollen Sie ja. Sie wollen ja, habe ich dem Antrag entnommen, Gerechtigkeit, Chancengleichheit auch für die privaten Medien. Nur so dämlich sind die privaten Medien nicht. So wenig wie der Zentralrat der Juden es zulässt, dass Sie das Thema Antisemitismus für Ihre Zwecke instrumentalisieren, so wenig werden die privaten Medien, weil sie nämlich seriös sind und klug sind, zulassen, dass sie Sie für Ihre Zwecke instrumentalisieren. Und das ist ja auch noch mal schön, Sie haben ja auch ein eigenes Modell. Also das muss man ja konzidieren. Und ich glaube, dass Ihre Werbeabteilung 3-4 Monate allein an dem Begriff gearbeitet haben. Sie wollen nämlich keinen Rundfunk, Sie wollen einen Grundfunk. Und ein Grundfunk, wie ihn ja Herr Brandner und andere vertreten, das soll ein schlanker Heimatfunk sein, der unpolitisch ist, neutral, der einfach nur Nachrichten und Kulturelles mit lokalem Bezug aussendet. Uns ist klar, was das sein soll, nämlich kritischer Journalismus. Hinterfragen Ihrer Finanzierung, Ihres Gebarens soll nicht stattfinden. Und ich kann das auch mal illustrieren, wie ein solcher Grundfunk aussehen würde. Ich habe mir ja, wie Sie wissen, die Erfahrung gegönnt beim Vorgänger von Herrn Brandner, mit Begleitung der ARD-Tagesthemen den Wahlkreis zu besuchen, eine AfD-Sprechstunde, zu der interessanterweise nur AfD-Funktionäre kamen. Ein Grundfunk Ihrer Art würde dieses Detail natürlich nicht erwähnen. Dann war ich später bei einem Wirtschaftsstammtisch der AfD. 15, 20 Leute waren erwartet. Es war nicht mal eine Handvoll von Personen, Unternehmer, aber zufällig AfD-Funktionäre. Als nächstes ging es zum Schützenverein. Und, oh Wunder, wer taucht da auf? Ein AfD-Funktionär. Ja, so stellen Sie sich Neutralität vor. Und der Grundfunk, Heimatfunk, wie Sie sich ihn wünschen, der lässt Sie walten und schalten. Das wird es aber nicht geben. Und wenn Sie noch reflektierter werden, aber ich muss Ihnen nicht Ratschläge geben, tue es doch, dann würden Sie als Hauptargument gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht verwenden, dass Sie in Interviews zu selten drankommen und dass man zu kritisch berichtet. Oder wie in einer historischen Stunde in diesem Hohen Hause Sie den Kinderkanal Kika als großen Feind begriffen haben, weil er zu kritisch war gegenüber der AfD. Wenn Sie klug wären, dann würden Sie sich wünschen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk über Ihre Gegner besser berichtet. Denn wenn man das Lamento und die eigene Situation zum Maßstab der Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht, dann hat man Demokratie und Journalismus null verstanden. Es ist rein selbstbezüglich, und deshalb sprechen Sie hier auch mitnichten für die Bürgerschaft dieses Landes, sondern Sie sprechen nur für sich selbst. Sie wollen keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk dieser Art, nicht weil Sie eine Strukturreform wollen, nicht weil Sie sich ernsthaft damit befassen, sondern weil Sie schalten und walten wollen, wie es Ihnen gefällt. Und das haben Sie auch verkündet, auch Sie, Herr Brandner, ich lese ja Ihre Verkündung. Sie haben gesagt, wenn wir in Landesregierung sind, werden wir das vollziehen. Wir werden aber dafür sorgen, dass die Bürgerschaft nicht zulassen wird, dass Sie in Landesregierung sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lindt. Letzte Rednerin dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Sandra Detzer, Bündnis 90 Die Grünen. Verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich den demokratischen VorrednerInnen nur anschließen. Dieser Antrag dient einzig und allein dazu, Wind zu machen gegen öffentlich-rechtliche Medien. Und die sich gerade in Zeiten von Pandemie und Krieg in Europa als Fels demokratischer Aufklärung und einer Brandung populistischer Propaganda erwiesen haben. Und was hier als scheinbar finanztechnische Debatte über die Besteuerung von Werbeeinnahmen daherkommt, ist in Wirklichkeit Teil einer sehr ernstzunehmenden weltweiten Medienschlacht. In dieser Schlacht versuchen zum Beispiel russische Staatsmedien, Teile der republikanischen Partei in den USA und bis zur AfD eben hier im Bundestag, die öffentlich-rechtlichen Medien als Grundpfeiler unserer demokratischen Informationsgesellschaft anzugreifen und damit unsere Demokratie zu schwächen. In dieser Welt ist der Klimawandel nicht existent, und Donald Trump hat die letzte Präsidentschaftswahl gewonnen. Das sollten wir immer wieder in Erinnerung behalten. Und wer all diesen Falschmeldungen hierzulande täglich mit akribischer Aufklärungsarbeit widerstanden?
Wer hat Desinformation, Fakten und Recherche gegenübergestellt? Es waren in ganz besonderem Maße die öffentlich-rechtlichen Medien, ARD, ZDF und all die vielen regionalen Fernseh- und Rundfunksender. Und dafür von dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Die Zahlen des Eurobarometer machen Mut. Noch immer benutzen täglich 81% der Befragten das Fernsehen als wichtige Quelle, um sich zu informieren. 77% geben sogar an, es sei die Hauptinformationsquelle. 46% benutzen das Radio, 40% davon auch das als Hauptinformationsquelle. Die jüngsten Zuschauerzahlen, und das ist wirklich eine Sache, die Mut machen kann, für die 20 Uhr Tagesschau der ARD sind ermutigend. Diese Flaggschiff-Sendung erreichte 2022 im Durchschnitt jeden Tag 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger und trägt dazu bei, dass täglich ausgewogen, politisch unabhängig und weltweit recherchierter Informationsstand transportiert wird. Das ist wirklich eine gute Nachricht, auch wenn natürlich der Anteil sozialer Medien steigt. Aber ich glaube, dieser wichtige Sockelbeitrag der Öffentlich-Rechtlichen ist zu würdigen. Ich verschweige an dieser Stelle nicht, es ist angesprochen worden, die Öffentlich-Rechtlichen stehen vor umfassenden Reformen und die Debatte läuft. Und trotzdem will ich schließen mit Jürgen Habermas, der in seinem jüngsten Werk pointiert festgehalten hat, worum es eigentlich geht für unsere Demokratie. Es ist keine politische Richtungsentscheidung, und ich zitiere, sondern ein verfassungsrechtliches Gebot, eine Medienstruktur aufrechtzuerhalten, die den inklusiven Charakter der Öffentlichkeit und einen deliberativen Charakter der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung ermöglicht. Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten sind der Grundpfeiler genau dieser Medienstruktur. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Detzler. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Ungerechtfertigte Steuervorteile für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten abschaffen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4993 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 4667 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die regierungstragenden Fraktionen CDU, CSU und LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD. Enthaltungen keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe